Hey, meine Schweinezucht nimmt auch schon langsam Form an. Was ich machen könnte, ist hier einen Holzfäller errichten. Das war der Förster. So, dann kann ich eine Fahne abreißen, ohne den Weg kaputt zu machen. Das ist der Holzfäller. So. Wenn der mir die drei Bäume da weghackt, dann dürfte ich noch genug Platz für eine zweite Farm haben. Weil so die Regel ist. Ja, ich wollte an diesen Ort gerufen werden. Ja, schön. Ups. So. Gut. Was ich gerade sagen wollte, die Regel ist eine Weizenfarm für eine Mühle, aber am besten 1,5 bis 2 Weizenfarmen pro Metzger. Ja, mal gucken, wie breitet sich der Feind denn so aus. Wir können übrigens Straßen anzeigen, wir können das Raster anzeigen, wie die Map in Wirklichkeit aufgebaut ist. Können Gebiete anzeigen. Können rein und raus zoomen. Können sogar Gebäude ein- und ausblenden. Also ja, meistens ist es wirklich so, dass sich der Feind gerne ziemlich stark ausbreitet. Dieser Feind hier ist jedoch sehr langsam mit seiner Wirtschaft, weil es halt noch der Einsteigergegner ist. Ja, holen wir uns mal unseren Nahrungsstand. Ja, da sieht man's. Der. Also bei Bäcker, Metz. Gerade bei Bäckern und beim Schlachter wird dann gezeigt, ob er überproduziert oder ob er unterproduziert. Augenblick sieht so aus, als ob. Das war falsch. Waren. Ja, noch haben wir mehr als genug Vorräte. Thank you.
So, unser Schweinezüchter ist fertig. Fehlt noch der Züchter selbst. Haben wir eigentlich noch einen Holzfäller übrig? Lop. Nein. Aber wir haben ja zum Glück eine Axt. Ja. So, und da geht Weizen langsam an den Schweinezüchter. Dies ist übrigens der einzige Siedlerteil, den ich kenne, wo der Schweinezüchter kein Wasser braucht, sondern einfach nur Weizen. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Siedlerteilen funktioniert der Schweinezüchter auch hier ein bisschen anders. Was den Schweinezüchter zum einen der effektivsten, aber auch gleichzeitig einem der langwierigsten und lackbasiertesten Nahrungslieferanten macht. Bei der Mühle ist es einfach, recht konsistent. Ein Weizen gibt ein Mehl ein Brot. So, da kommt der Schlachter. Mit dem Beil. Wenn ich mir das so ansehe, glaube ich, dass das hier der Schlosser ist, weil der Schmied hat die Glatze. Also ja, Holzfäller, Sägewerker, Schmelzer, beide Varianten davon. Steinmetz, Förster, Bergarbeiter, Bootsbauer, Schlosser, Schmied, Fischer, Farmer, Müller, Schweinezüchter, Metzger, Bäcker, Geologe. Träger, Bootsmann. Planierer, Bauarbeiter. Lag ich damit so einigermaßen richtig? Jo, du bist der Schweinezüchter und du mit dem blauen Ding bist der Metzger. Ach, du bist der Metzger. Ah, okay, dann bist du der Müller, okay. Ups. Blub. Also. Schweinezüchter und... halt. Schweinezüchter, Metzger, bist du dann der Farmer? Ja. Auch gut. So, der Schweinezüchter wird jetzt immer wieder in sporadischen Abständen Schweinefutter rauskippen gehen. Das solange er Weizen hat. Wobei ein Schweinefutter nicht unbedingt einem Weizen entsprechen muss. Er verbraucht das Weizen recht random. So viel soll mal gesagt sein.
genauso aber ist es random, wann wir Schweine rauskriegen. Also die Oinkies da, die jetzt gerade schon zur Schlachtbank getragen werden. So, das Gebäude ist fertig. Der Holzfäller ist auch schon drin. Jetzt bin ich mal gespannt, wann uns die Bäume weghaut. Sie haben vor 30 Minuten das letzte Mal gespeichert. Ja, Tatsache. Sollten wir auf den Rat hören? Man weiß nämlich nie, was passiert. Was unser Gegner da oben so treibt. Ja, das können wir mal nach unserer... Oh, 54. Das ist doch schon mein Wort. Wir haben unseren ersten Ritter. So, da tauschen wir mal ein paar von den Schwächeren wieder gegen Stärkere aus. Kann mal gucken, wo ist er hin unterwegs? Herzhaft übersehen haben. Oh, das war haarscharf. Da ist unser Ritter. Und irgendwie hat man das Gefühl, unser Feind hat ein bisschen Soldatenmangel, wenn man sich seine Fahnen so anguckt. Sie produziert ja auch noch nicht wirklich viel. Also ich glaube, sie hat jetzt gerade eben erst ihren Schmied fertiggestellt. Na, ich denke, demnächst können wir anfangen mit dem Angriff. Ja. Machen wir uns nochmal 5 neue Rekruten. Oh, und was wir machen könnten... Auch wenn es nicht so viel bringt, ist... uns ein paar... unsere Soldaten zurückhalten. Ja.
Sehr schön, da wird Weizen angebaut. Na, kann doch nicht sein, dass uns... Na, da sind schon fast die Schweine ausgegangen. So eine Schweinerei, ey. Das finde ich interessant, warum sie hier alle so warten.